Die Aborigines. Das Leben der Ureinwohner Australiens. Australien 1700 vor Christus. Rot leuchtet der Uluru, später auch Ayers Rock genannt, im Sonnenlicht. Schon von weitem ist er sichtbar. Rund 350 Meter hoch erhebt er sich inmitten des ansonsten flachen Landes. Hier in der Ebene Zentralaustraliens ist er der einzige verlässliche Schattenspender und daher hat er auch seinen Namen, Uluru, der schattenspendende Platz. Für die Aborigines, die Ureinwohner Australiens, ist er ein Heiligtum. Zahllose Mythen und Legenden ranken sich um ihn. In seinen Höhlen und unterirdischen Gängen existiert eine Vielzahl von Höhlenmalereien, die die Tier- und Pflanzenwelt Australiens abbilden. Doch diese Zeichnungen stellen nicht etwa das tägliche Leben der Aborigines dar. Nein, sie sind vielmehr religiöse Bilder, die Szenen aus der Tjurkurpa-Zeit, der Traumzeit, nachempfinden. In einem Traum haben die Schöpferwesen die Erde erschaffen. Dieser Schöpfungsakt ist ein Teil des Lebens. Der Glaube der Aborigines besagt, dass alle Tiere, Pflanzen, Dinge und Orte eine Seele haben. In ihnen lebt die Traumzeit fort, die Zeit vor der Erschaffung der Erde. Auch sie, die Aborigines, wurden in diesem Traum erschaffen. Sie, die Menschen mit der dunklen Haut, den schwarzen Haaren und den braunen Augen, dem vorspringenden Kiefer, der breiten Nase und den wulstigen Augenbrauen, wurden von ihren Ahnen beauftragt, das Land, in dem sie leben, zu pflegen und zu beschützen. Seit mehreren 10.000 Jahren leben die Aborigines in Australien. Doch wie sind sie hierher gekommen? Gab es eine Landbrücke zwischen Australien und Asien, die erst im Laufe der Jahrtausende vom Pazifik überflutet wurde? Oder waren die Menschen der Urzeit in der Lage, Boote zu bauen, die es ihnen ermöglichten, den Ozean zu überqueren? Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Fest steht, dass es Zeiten gab, zu denen der Meeresspiegel sehr niedrig war und so ein großer Teil des Weges trockenen Fußes zurückgelegt werden konnte. Ob dann noch Boote benötigt wurden, um endgültig nach Australien zu gelangen, wird wohl ewig das Geheimnis der Aborigines bleiben. Die Lebensbedingungen, die die ersten Menschen im Norden Australiens vorfinden, sind sehr günstig. Im Gegensatz zum größten Teil des Landes, der hauptsächlich aus Wüste besteht, bringt das tropische Klima im Norden eine einzigartige Pflanzenwelt hervor. Riesige Mangrovenwälder, Eukalyptus- und Akazienbäume sind typisch für die küstennahe Region. Auch die Tatsache, dass die Temperatur selten unter 30 Grad absinkt und es zwischen den Sommer- und Wintermonaten kaum Schwankungen gibt, macht das Leben dort sehr angenehm. Mehrere hundert verschiedene Aborigine-Stämme leben Mitte des zweiten Jahrtausends vor Christus in Australien. Die gesamte Population des 7,5 Millionen Quadratkilometer großen Kontinents umfasst aber gerade einmal 500.000 Menschen, die sich hauptsächlich im fruchtbaren Norden und entlang der Ostküste aufhalten. Fast jeder Stamm hat eine eigene Sprache und Begegnungen mit Angehörigen anderer Stämme sind sehr selten. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Aborigines nach klaren Regeln leben, die von Generation zu Generation in Liedern, Tänzen und Erzählungen weitergegeben werden. Diese Regeln beinhalten unter anderem genaue Vorschriften, welche Gebiete die einzelnen Stämme nutzen dürfen. Und daran halten sich die Menschen. Niemals würde ein Stamm in das Gebiet eines anderen vordringen, ohne sich vorher über Rauchsignale oder einen Botschafter anzukündigen. Kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen Stämmen sind eine Seltenheit, denn die Regeln, die die Ahnen vorgegeben haben, sind für alle Zeit verpflichtend und können von nachfolgenden Generationen nicht geändert werden. Die Aborigines leben in Großfamilien, in denen die Aufgaben klar verteilt sind. Während die Männer auf die Jagd gehen, schließen sich die Frauen zu kleinen Gruppen zusammen und sammeln Früchte, Knollen, Samen und Kleintiere. Denn vor allem Würmer und Maden sind sehr eiweißhaltig und nahrhaft. Die Frauen kennen ihre Umgebung gut und wissen genau, welche Pflanzen in welchem Rhythmus Früchte tragen. Mütter geben ihr Wissen über ungenießbare oder gar giftige Pflanzen an ihre Töchter weiter. Neben wildwachsenden Obstsorten wie Pflaumen, Kirschen, Feigen und Beeren
sind vor allem die Wurzeln von Margeriten- und Liliengewächsen sowie Macadamia-Nüsse und Süßkartoffeln fast täglich auf dem Speiseplan der Aborigines zu finden. Getreide, wie es die Europäer kennen, gibt es in Australien nicht. Die Männer sind geschickte Jäger. Mit Speeren, Bumerangs und Knüppeln jagen sie Kängurus, Schlangen, Krokodile, Echsen, Fische und Emus. Manchmal legen die Aborigines auch einen Feuerkreis. Mit Hilfe von funkenschlagenden Steinen entzünden sie trockenes Buschgras und schließen darin Tiere ein. Nur an einer Stelle lassen sie eine Lücke im Kreis. Versuchen die Tiere an dieser Stelle den Kreis zu verlassen, werden sie dort von den Männern erwartet und erlegt. Ihre Beute bringen die Jäger zurück zu ihren Familien. Dort graben sie mit einfachen Steinwerkzeugen tiefe Löcher, in denen ein Feuer entzündet wird. Ist das Feuer bis auf die Glut heruntergebrannt, wird das Jagdgut hineingelegt und mit Erde bedeckt. Auf diese Weise können selbst große Tiere innerhalb weniger Stunden gegart werden. Die Aborigines erlegen nur so viele Tiere und sammeln nur so viele Pflanzen, wie sie benötigen, um den Tagesbedarf ihrer Sippe zu decken. Eine Vorratshaltung kennen sie ebenso wenig wie eine feste Behausung. Auf überlieferten Pfaden ziehen die einzelnen Stämme durch das Land. Nachts schlafen sie unter freiem Himmel oder bauen einfache Unterschlüpfe aus großen Blättern. Aufgrund der stabilen sommerlichen Temperatur im Norden und Osten Australiens benötigen die Aborigines keine Kleidung. Die Männer binden sich lediglich Lianenseile um die Hüften, an denen sie ihre Jagdwaffen befestigen können. Ebenso wie das Wissen um die Nahrungsmittel geben die Frauen auch das Wissen um die Heilkraft einzelner Pflanzen an ihre Töchter weiter. Krankheiten wie Kopfschmerzen, Fieber, Durchfall, Augenentzündungen, Ohren- oder Zahnschmerzen können mithilfe von Kräutern behandelt werden. Kommt einer der Männer verletzt von der Jagd zurück, wissen die Frauen, welche Pflanzen blutstillend wirken. Und sie kennen auch das Gegengift, das hilft, wenn ein Mitglied ihrer Familie von einer Schlange oder einer Spinne gebissen wird. Doch es gibt auch Krankheiten, die sich nicht mit einfachen Mitteln heilen lassen. Dann wird der Stammesälteste, der häufig auch eine Art Medizinmann ist, zu Rate gezogen. Er versucht, durch Beschwörung der Ahnen herauszufinden, was den Erkrankten plagt und durch welche Rituale ihm geholfen werden kann. Häufig wird bei solchen Beschwörungen das Didgeridoo eingesetzt. Dieses Musikinstrument sieht aus wie eine sehr lange Holzflöte. Es wird aus dem Stamm des Eukalyptusbaumes hergestellt, der ca. 1 bis 2,5 Meter lang ist und von Termiten ausgehöhlt wird. Durch die Töne, die beim Hineinblasen in das Didgeridoo entstehen, fühlen sich die Aborigines der Natur besonders nahe. Sie versuchen damit Geräusche, die sie aus ihrem Alltag kennen, wie zum Beispiel den Flügelschlag eines Vogels, das Plätschern von Gewässern oder das Rauschen des Windes in den Blättern der Bäume, nachzuahmen. Gelingt es ihnen, sich ganz auf ihr Spiel einzulassen, können sich die Aborigines in eine Art Trance-Zustand versetzen, der es ihnen ermöglicht, mit den Ahnen in Kontakt zu treten und sie zu befragen. Doch nicht nur mit Musik werden Ahnenbeschwörungen durchgeführt. Auch die Körperbemalung, die sich die Menschen gegenseitig aufbringen, hat rituellen Charakter. Während des Akts der Bemalung werden Lieder gesungen oder rhythmische Texte gesprochen. Danach folgen meist ekstatische Tänze, die von Trommeln, Gesängen, Didgeridoos und anderen Instrumenten begleitet werden. Überhaupt nehmen rituelle und zeremonielle Handlungen im Leben der Aborigines von jeher einen großen Stellenwert ein. Das Wissen, das von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird, ist so umfassend, dass es für jede Lebenssituation ein passendes Ritual bereithält. Insbesondere die Übergänge zwischen einzelnen Lebensabschnitten wie Geburt, Pubertät, Volljährigkeit, Alter und Tod werden von Zeremonien begleitet. Dabei wird zwischen Männlichkeitsritualen und Zeremonien für Frauen streng unterschieden. Eine Geburt beispielsweise ist mit einem Ritual verbunden, bei dem Männern die Anwesenheit strengstens untersagt ist. Einige Tage vor der Niederkunft verlässt die Gebärende zusammen mit ihrer Mutter im Morgengrauen die Gemeinschaft. An einem geheimen Ort, in der Nähe einer Wassermulde, lassen sich die beiden nieder. Dort entzündet die zukünftige Großmutter aus beruhigenden Kräutern ein Feuer, dessen Dämpfe die schwangere Frau einatmen muss. Danach setzt sie sich unter einen Akazienbaum und ihre Mutter beginnt, ihr den Rücken mit kreisförmigen Bewegungen zu massieren. Im Anschluss daran
lehnt sich die Schwangere an den Baum und beginnt zu pressen. Die Aborigines glauben daran, dass der Akazienbaum seine positive Energie auf die Gebärende überträgt und ihr für die Geburt Kraft gibt. Ist das Kind geboren, muss die Großmutter entscheiden, ob es lebensfähig ist. Scheint es ihr zu schwach oder ist es stark missgebildet, wird das Neugeborene unter dem Baum in einem Erdloch vergraben. Diese Entscheidung muss getroffen werden, bevor das Kind zum ersten Mal schreit. Denn sobald die junge Mutter das Kind gehört hat, ist eine Verbindung zwischen den beiden entstanden, die nicht mehr getrennt werden darf. Ist das Kind lebensfähig, beißt die Großmutter die Nabelschnur durch und reibt das Neugeborene mit Sand und Asche ab. Dadurch wird eine Verbindung zur Erde hergestellt. Als Symbol dafür, dass auch das Neugeborene die Verpflichtung annimmt, das Land zu pflegen und zu beschützen, wird die Plazenta unter dem Akazienbaum vergraben. Danach bringt die Großmutter das Kind außer Sichtweite der Mutter und haucht ihm seinen Namen ein. Männer dürfen in den Tagen nach der Geburt weder das Neugeborene noch die Mutter sehen. Deshalb bleiben die beiden zusammen mit der Großmutter in ihrem Versteck, bis sich die junge Mutter von den Anstrengungen der Geburt erholt hat. Nach der Rückkehr zur Gemeinschaft lebt die Mutter mit ihrem Kind erst noch eine Zeit lang alleine, ehe sie an die Seite ihres Mannes zurückkehrt. Ein typisches Männerritual ist die Initiation, das heißt die Aufnahme eines jungen Mannes in die Gemeinschaft der Erwachsenen. Mit etwa 20 Jahren müssen sich junge Männer diesem Ritual unterziehen. Da Frauen dabei nicht anwesend sein dürfen, ziehen sich alle Männer des Stammes zusammen an einen geheimen Ort zurück. Dort werden aus dem Blut der jungen Männer Kreise auf den Boden gemalt, von denen ein Teil mit Federn beklebt wird. In der Mitte sitzt der Stammesälteste. Er hält einen langen Stab in der Hand, der ebenfalls mit Kreisen bemalt ist. Die jungen Männer liegen im Kreis auf dem Boden und drücken ihren Körper und ein Ohr auf die Erde. Dann beginnt der Älteste in gleichmäßigem Rhythmus auf den Boden zu schlagen. Die anderen anwesenden Männer singen im Takt der Stockschläge ein Lied. Die jungen Männer liegen während des ganzen Rituals reglos da und versuchen, die Vibrationen des Bodens und die Klänge des Liedes in sich aufzunehmen. Dadurch geraten sie in eine Art Trance-Zustand, der es ihnen ermöglichen soll, Kontakt zu ihren Ahnen aufzunehmen und dadurch Weisheit, Stärke und Kraft für das Leben als erwachsener Mann zu erlangen. Nach der Rückkehr zur Gemeinschaft gelten die jungen Männer als erwachsen und können eine Familie gründen. Die Eheschließung ist im Vergleich zu Geburt und Initiation ein sehr einfaches Ritual. Die beiden Eheaspiranten setzen sich in der Mitte des Stammeslagers auf den Boden, während alle anderen Familienmitglieder wie gewohnt ihren Alltagsaufgaben nachgehen. Dann überreicht der Mann der Frau ein Holzgefäß. Dieses Gefäß hält die Frau über trockenes Gras und der Mann versucht mit Hilfe der Reibung eines Stabes Glut zu erzeugen, die das Gras entzünden soll. Sobald ein Feuer entfacht ist, blicken sich die beiden tief in die Augen und damit gilt das Eheversprechen als besiegelt. Über Jahrtausende hinweg halten die Aborigines an diesen traditionellen Lebensformen fest. Von Generation zu Generation geben sie ihr Wissen weiter. Sie kennen kein Eigentum und kein Machtstreben. Der Respekt vor den Ahnen, der Familie, anderen Menschen, Tieren und Pflanzen ist so groß, dass sie ihre Umwelt niemals ausbeuten würden. Sie bauen keine Siedlungen und domestizieren keine Tiere. Sie nutzen lediglich das, was ihnen die Natur zur Verfügung stellt. Nur so ist es möglich, dass dieses Naturvolk seine Lebensweise bis ins 18. Jahrhundert hinein in unveränderter Form beibehalten kann. Erst durch das Eindringen der Europäer in den australischen Mikrokosmos wird die Grundlage des Lebens der Aborigines zerstört. Eingeleitet wird diese Veränderung mit der Entdeckung Australiens durch den britischen Seefahrer James Cook 1770. Schnell folgt eine Landnahme durch europäische Siedler, die die Aborigines für affenähnliche Wesen halten und ihnen die Zugehörigkeit zur menschlichen Rasse absprechen. Der Aufbau von Siedlungen nach europäischem Vorbild, die Zwangsdomestizierung der einheimischen Bevölkerung und die Zerstörung des biologischen Gleichgewichts durch die Auswilderung europäischer Tierarten führen dazu, dass die Aborigines immer weiter zurückgedrängt werden.
Heute versucht die australische Regierung, eine Brücke zu schlagen zwischen der weißen Bevölkerung und den Ureinwohnern Australiens. In großen Aufklärungskampagnen wird versucht, die traditionelle Lebensweise der Aborigines zu erläutern und eine Annäherung zwischen den Kulturen zu erreichen. Ihre traditionelle Lebensweise können die Aborigines aber trotz all dieser Bemühungen kaum mehr aufrechterhalten. Alle Ausgaben von CD Wissen finden Sie im Buchhandel und unter www.hörkiosk.de. Sprecher dieses Hörbuchs ist Gerd Heidenreich. Redaktion und Produktion Audiomedia Verlag.